Erst Berlin, jetzt Bebra. Hessens einzigem WM-Fahrer Shkodran Mustafi ist in seiner Heimat am Freitag ein toller Empfang beschert worden. Auf dem Bebraer Rathausmarkt tummelten sich bei Temperaturen, die den 22-Jährigen an Brasilien erinnert haben dürften, hunderte Fans. Wie ein Popstar wurde der Abwehrspieler, der in den vergangenen Wochen sein persönliches Sommermärchen erlebt hat, empfangen. Mustafi! Mustafi! Junge Mädchen mit Tränen in den Augen, zahlreiche Mustafi-Trikots, Sprechchöre und Jubel für den Fußballer, der vor einem halben Jahr noch unerkannt durch die Straßen schlendern konnte. Wie die nächsten Wochen für den frisch gebackenen Weltmeister aussehen, verriet er auf der vor dem Empfang stattgefundenen Pressekonferenz. Ja, nach heute, das erste, was ich mache, ist mein Handy ausmachen. Danach schauen wir einfach weiter. Also ich möchte natürlich jetzt erstmal in den nächsten Tagen ein bisschen Zeit mit meiner Familie verbringen, mit meiner Familie zusammen diesen Sieg genießen und danach würde ich natürlich auch gerne runter in die Heimat. Wie Sie wahrscheinlich wissen, habe ich Wurzeln auch in Albanien und habe dort natürlich auch ein bisschen Familie noch und möchte dort auch noch einen Besuch abstatten und dann würde ich natürlich auch gerne ein paar Tage für mich einfach mit Freunden weg und Kopf frei bekommen. Nach jetzigem Stand beginnt für Mustafi am 2. August wieder der Liga-Alltag bei Sampdoria Genua. Zumindest ließ sich der gebürtige Bad Hersfelder angesprochen auf die eigene Zukunft nur so viel entlocken. Das ist eine schwere Entscheidung, weil der nächste Schritt wird ein wichtiger Schritt für mich sein. Ich bin noch nicht ausgewachsen sozusagen, ich muss noch ein bisschen wachsen und noch ein bisschen im Fußball erreichen und noch ein bisschen lernen. Und von daher muss der nächste Schritt sitzen und der nächste Schritt muss, das ist eine schwere Entscheidung. Die Entscheidung will ich aber mit freiem Kopf treffen und den habe ich zurzeit nicht. Mustafi, der sich ins goldene Buch seiner Heimatstadt eintrug, präsentierte sich trotz allem Trubel gewohnt bodenständig. Und das soll auch so bleiben. Ich habe einen ganz schweren Papa und wenn ich versuche abzuheben, setzt er sich oben drauf. Ob Mustafi jemals gedacht hätte, dass er einmal auf dem Bebraer Rathausmarkt als Weltmeister empfangen wird? Die vielen Fans und Autogrammjäger, die sich über Fotos mit dem 22-Jährigen freuten, werden sicher noch lange vom Erlebnis mit dem derzeit bekanntesten Sohn der Stadt sprechen.